30-jährige Fußgängerin tödlich verletzt. Hätte der Unfall verhindert werden können? Seit 10 Jahren wird an der Kreuzung in Stuttgart eine Änderung der Verkehrsführung gefordert, doch nichts ist passiert. Kundgebung bei Bosch. Die Dieseldebatte und die Umstellung auf Elektromobilität in der Automobilbranche lassen die Beschäftigten um ihre Arbeitsplätze fürchten. Und zwischen Jetlag und Eingewöhnung. Seit kurzem lebt das größte Krokodil Deutschlands in der Wilhelma. Wie hat sich der Riese aus Australien bisher eingelebt? Und damit hallo und willkommen zum Journal hier bei Regio TV. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Und schon wieder ist es passiert. In Stuttgart-Neugereuth wird gestern Abend eine 80 Jahre alte Fußgängerin von einem Auto erfasst und tödlich verletzt. Wie Anwohner berichten, ist das an der Kreuzung nicht zum ersten Mal passiert. Dabei wird hier seit Jahren für eine neue Verkehrsführung gekämpft. Die Schuhe der tödlich verunglückten Frau lassen nur erahnen, was sich an der Kreuzung in Stuttgart-Neugereuth Minuten vorher Tragisches abgespielt hat. Ein 58-jähriger Autofahrer überfährt gestern Abend aus bislang ungeklärter Ursache eine Verkehrsinsel. Dabei erfasst er die 80-jährige Fußgängerin tödlich. Die Anwohnerin stirbt noch an der Unfallstelle. Scheinbar nicht der erste Vorfall. Vor 1,5 Jahren ist ein Junge umgekommen. Vor 4, 5 Jahren ist ein älterer Mann, Silvester, überfahren worden. Gestern unsere Nachbarin. Auf Nachfrage bei der Polizei wird uns der damalige Unfall mit einem 9-jährigen Kind bestätigt. Ein weiteres Todesopfer konnte derzeit aber noch nicht bestätigt werden. Klar ist, an der Hauptverkehrsstraße fehlt es an einem Fußgängerüberweg. Wir haben hier schon seit 10 Jahren, versuchen wir einen Kreisverkehr oder eine verkehrsrechtliche Lösung hinzubekommen. Nach Aussage des Bezirksvorstehers wurde dieser aber bislang aus finanziellen Gründen immer abgelehnt. Im nächsten Doppelhaushalt soll aber Geld für den Bau bereitgestellt werden. Damit bis dahin die Straße sicher überquert werden kann, will die Stadt übergangsweise eine Fußgängerampel installieren. 2015 war noch fast die Hälfte aller neu zugelassenen Fahrzeuge in Deutschland ein Diesel. Heute ist es nur noch knapp ein Drittel. Das hat weitreichende Folgen, sowohl für Automobilhersteller, Zulieferer, aber vor allem für deren Beschäftigte. Denn wo weniger produziert wird, bedarf es weniger Mitarbeiter. Das fürchten auch die Beschäftigten beim Automobilzulieferer Bosch. Am Standort Feuerbach sind sie heute deshalb auf die Straße gegangen. Gut 3.500 Teilnehmer sind zur öffentlichen Kundgebung bei Bosch in Feuerbach gekommen. Der Dieselskandal hat weitreichende Folgen, vor allem für die Mitarbeiter. Allein 8.000 arbeiten beim Automobilzulieferer Bosch in Feuerbach im Bereich der Dieselproduktion. Die ist aufgrund der Dieseldebatte rückläufig. Und auch der Wandel zur E-Mobilität lässt Beschäftigte bangen. Wir haben das Thema Wandel zur Elektromobilität, wo wir einfach aufgrund der Fertigungstiefe sehen, dass viele Arbeitsplätze wegfallen. Wir haben die Dieseldebatte, wo einfach wir sehen, dass die Gefahr ist, dass viele Arbeitsplätze wegfallen. Entlassung soll es hier am Standort Feuerbach aber erstmal nicht geben. So Uwe Gackstatter, der zuständig für den Wandel bei Bosch ist. Also in der Produktion in Feuerbach ist die Beschäftigung für die Stammbelegschaft gesichert. Wir haben hier keine Personalanpassung geplant. Bislang, denn für Uwe Gackstatter ist es wohl eher eine Frage der Zeit, bis der Wandel vom Verbrennungsmotor hin zum Elektroantrieb Entlassungen mit sich bringt. Die aktuelle Diskussion um Fahrverbote, schnellere Elektrifizierung ist aber kein Strukturwandel mehr, wie wir es sehen, sondern Strukturbruch. Und wenn wir nicht genügend Zeit haben für die Transformation, dann wird es Arbeitsplätze kosten. Kurzfristig müssen sich die Beschäftigten in Feuerbach also keine Sorgen machen, sich aber langfristig auf Veränderungen einstellen. Sollte sich die Dieseldebatte weiter verschärfen, könnten diese Veränderungen deutlich früher eintreten. 520 Kilo schwer und 4,31 Meter lang. Das neue Krokodil in der Wilhelma hat eigentlich keinen Grund, schüchtern zu sein. Trotzdem ist Frederik, liebevoll Freddy genannt, nicht leicht zu finden. Ob das an der langen Reise von Australien nach Stuttgart liegt? Meine Kollegin Helen Belz hat sich mal auf die Suche nach ihm gemacht. Hier muss er irgendwo sein. Freddy, der neue Riese im Krokodilhaus. Seit fast 2 Wochen ist die Stuttgarter Wilhelma sein Zuhause. Anfang März ist der Koloss aus dem australischen Darwin hier angekommen. 4 Tage war er unterwegs, 21.500 Kilometer hat er zurückgelegt und 5 Stunden brauchten die Tierpfleger dann noch, um ihn durch das Krokodilhaus zu bugsieren. Kein Wunder, dass er seine Transportbox erstmal nur zögerlich verlassen hat.
Und wie sieht's heute aus? Für die Besucher ist der Riese bislang noch schwer zu entdecken. Er versteckt sich nämlich lieber unter dem Besuchersteg. Hinter den Kulissen können wir aber einen Blick auf ihn erhaschen. Er ist immer noch ein bisschen schüchtern, bleibt unterm Steg, kommt eigentlich nur nachts raus, lauft auch ab und zu übers Landteil dann nachts und auch über sein Sandbecken und Fresse hat er auch schon. Alles soweit in Ordnung also bei dem ungefähr 50 Jahre alten Krokodil. Einmal die Woche werden er und seine Artgenossen in der Wilhelma gefüttert. Freddy ist aber auch hierbei noch zurückhaltend und wartet lieber erstmal ab. Seine Nachbarin Tong dagegen bemüht sich richtig um das leckere Hühnchen, zur Freude der Besucher. Sie zeigt auch schon deutliches Interesse an Freddy, schwimmt immer mal wieder zu dem Gitter, das die beiden noch trennt. Vielleicht bahnt sich da was an. Die Wilhelma würde es freuen. Wie uns Harry sagt, haben Krokodile, aber auch wie wir Menschen, ihren eigenen Charakter. Passen dann Tong und der noch etwas lethargische Freddy überhaupt zusammen? Die Tong ist ein sehr intelligentes Krokodil. Das ist das schlauste Krokodil, das wir je gehabt haben. Also die ist echt schlau und gelehrig. Sie springt ja da auch bei der Fütterung aus dem Wasser und holt das Hähnchen. Jetzt bei ihm weiß man, der ist ziemlich ruhig bis jetzt noch. Und das ist ja gut bei dieser Größe. Ja, die 4,31 Meter lassen selbst den ruhigen Freddy schon ganz schön bedrohlich wirken. Dazu trägt auch seine dunkle Farbe bei, die dazu führt, dass er im Wasser nur schwer zu entdecken ist. Auch wenn man mit Freddy lieber nicht kuscheln möchte, Tong natürlich ausgenommen, Harry Aberle liebt seine Krokodile. Die hören auf den Pfiff oder wenn man ruft und so. Gell, wenn ich morgens reinkomme in die Halle, wenn noch keiner da ist, dann rufe ich da den Namen und dann komme ich die sofort hergeschwommen. Gell, und das ist dann schon was anderes wie so ein kleiner Laubfrosch, wo man noch blöd anguckt. Gell. Den Trick, dass Tong aus dem Wasser springt, um ihr Mittagessen abzuholen, hat Harry Aberle ihr übrigens selbst beigebracht. Die Idee dazu hatte er aus einer Zeitschrift. Ob sich allerdings auch Freddy noch dazu aufraffen kann, wir sind gespannt. Und gleich heißt's bei uns gut besser Porsche Tennis Grand Prix. Stuttgarts Traditionstennisturnier setzt auch in diesem Jahr Maßstäbe. Mehr dazu gleich hier bei uns. Hallo zurück. Laut Turnierdirektor Markus Günthardt ist er das am besten besetzte Frauentennisturnier der Welt, der Porsche Tennis Grand Prix. Und wirft man einen Blick auf das Teilnehmerfeld, kann man ihm da auch kaum widersprechen. Neben den internationalen Superstars wie der Weltranglisten-Ersten Naomi Osaka schlagen natürlich auch die besten Spielerinnen Deutschlands wie Angie Kerber und Julia Görkes in Stuttgart auf. Man muss nicht nach Wimbledon reisen, um die besten Tennisspielerinnen der Welt zu sehen. Es reicht ein Ausflug nach Stuttgart. Jedes Jahr rund um Ostern schlägt hier beim Porsche Tennis Grand Prix die Weltspitze im Frauentennis auf. Turnierdirektor Markus Günthardt gerät regelrecht ins Schwärmen, wenn er an das hochkarätig besetzte Starterfeld denkt. Ich würde sagen, wir haben eines der besten Teilnehmerfelder, die wir je hatten. Wir haben die ersten 8 der aktuellen Weltrangliste, wir haben die ersten 8 des aktuellen Porsche Race to Shenzhen, wir haben die letzten 8 Siegerinnen des Porsche Tennis Grand Prix, wir haben zusätzlich noch die aktuellen 4 Grand Slam Siegerinnen, wir haben auch noch 2 Grand Slam Siegerinnen von 2017. Viel mehr kann man nicht bieten. Also ich würde behaupten, wir sind das stärkst besetzte Turnier der Welt. Den Auftakt bildet wie im letzten Jahr das Tiebreak-Event. In 2 Gruppen spielen dabei 6 Spielerinnen einen Match-Tiebreak bis 10 Punkte. Ein Format, das Spielerinnen und Zuschauer gleichermaßen begeistert. Es ist eigentlich ein Spaß. Es ist ein Event, der unterhalten soll. Er geht schnell. Man spielt als Spielerin, wenn man spielt, Minimum 2-mal, also vielleicht eine halbe Stunde. Wenn man ins Finale kommt, ein drittes Mal, also vielleicht 3/4 Stunde. Das ist physisch keine Anstrengung. Aber man kann auf dem Center Court spielen, vor Publikum. Und man gewöhnt sich so natürlich schneller an die Bedingungen, was für den weiteren Verlauf des Turniers sehr interessant ist. Den herausragenden Stellenwert des Turniers spiegelt auch das jährlich wachsende Medieninteresse wider. In 150 Ländern circa haben wir eine TV-Präsenz. Das sind über 2800 Stunden live und zeitversetzt, die von Stuttgart gesandt wird. Das ist nicht nur die Sponsoren, auch die Stadt Stuttgart profitiert davon. Wir haben einen News-Service und wir haben über diesen News-Service alleine 430 Millionen Menschen erreicht letztes Jahr. Also ich glaube, das sind Zahlen, die sich sehen lassen. Vom 20. April an geht es dann um die insgesamt rund 660.000 Euro Preisgeld. Und natürlich traditionell um einen schicken Sportwagen.
Das sportliche Highlight im Damentennis steht noch bevor. Ein anderes Highlight können Sie aber schon heute Abend hier bei uns sehen. Eine neue Folge von PULS mit meiner tanzenden Kollegin Claudia Wandrei. Machen Sie genau, was ich mache. Ja, ich versuche. Okay. Ich fühle mich schon ganz zeitgenössisch. Das war sehr nett. Sieht ganz interessant aus. Schauen Sie auf jeden Fall mal rein. Los geht's, immer stündlich um 15:15. Hier folgen jetzt noch die Aussichten aufs Wetter. Morgen begrüßt Sie dann mein Kollege Daniel Reuchle zu einer neuen Ausgabe unseres Journals. Vielen Dank fürs Zuschauen und einen schönen Abend. Tschüss, machen Sie's gut. Guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Der Donnerstag wird bei uns ziemlich ungemütlich, denn das Sturmtief Gepard bringt uns nicht nur Regenwolken, sondern auch im Flachland teils schwere Sturmböen. Es wird also teils gefährlich draußen und dazu regnet es auch regional kräftig. In den höheren Lagen sind sogar Schneeflocken mit dabei, denn die Temperaturen machen meist bei 3 bis 9 Grad Halt. Entlang des Rheins hier Richtung Mannheim sind maximal 10 Grad möglich. Und auch im Großraum Stuttgart bleibt es den ganzen Tag über trüb und auch regnerisch bei maximal 7 Grad. Auch an der Donau gibt es jede Menge Regenwolken. An der Schwäbischen Alb ist auch Schnee mit dabei. Die Temperaturen liegen nachmittags meist so zwischen 4 und maximal 6 Grad. Auch Richtung Bodensee gibt es keinen Sonnenschein, jede Menge Regenwolken und eben auch den angesprochenen stürmischen Wind, besonders Richtung Schwarzwald. In den Hochlagen sind nämlich auch Orkanböen mit dabei und hier rieseln bei Temperaturen von rund 3 Grad auch ein paar Schneeflocken vom Himmel. Auch am Freitag bleibt es bei uns ziemlich nass und auch stürmisch bei maximal 13 Grad. Aber auf das Wochenende können wir uns freuen. Da setzt sich jede Menge Sonnenschein durch und die Temperaturen steigen deutlich an. Es wird frühlingshaft mild mit Höchstwerten von 17 oder sogar 18 Grad, bevor es dann zum Montag einen herben Wettersturz gibt. Die Temperaturen stürzen in den Keller und es gibt Regen sowie Schneeflocken.